Ja, einen wunderschönen guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Beyond Good and Evil hier auf eurem Creepster Game Kanal mit mir, Leuchtfix. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, auf der Mamako-Werkstatt, wo wir uns diesen fetten Blaster da oben für unser schönes Hovercraft besorgt haben. Ich bin schon ganz gespannt darauf, es endlich in Aktion zu erleben. Und wir schauen jetzt auch, dass wir pronto zur Fabrik kommen. Bis später, meine Freunde! Die bösen Machenschaften der Alpha-Abteilung aufzudecken. Ach ja, und bei unserem Glück sofort in einen Doms-Angriff. Awesome. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir hauen auch gleich mal schnell in der Plattform. Ja. Hey, ihr Typen, schießt auf das falsche Ziel! Na. Na! Ich krieg nichts von diesen Dingen. Oh, Torpedo! Schon irgendwie geil. Sieht aus wie grüne Photon-Torpedos. Hä? Was ist das? Augenscheinlich war es das. Okay, hielt sich in Grenzen. Alte Fabrik, genau. Schauen wir mal, müssen wir, glaube ich, einmal quer durch die Stadt und dann, ja, bei der anderen Seite wieder raus. Und jedes Mal in der Stadt hier fehlt so unfassbare zu lecken. Jetzt bist du solo. Okay, die Fabrik. Ich bin schon sehr gespannt, möchte ich an der Stelle sagen. Was uns denn hier so erwarten wird. Nein, ich kann hier nicht schießen. Das ist zu gefährlich. Das ist ernsthaft. Aber Boraxe, die hier in der Gegend sind. Die sind natürlich nicht gefährlich. Kein bisschen. Die hatte ich schon alle, ne? Ja, doch, hatte ich und den auch. Ich bin mir da nie ganz sicher. Denn ich denke ich mir doch, bevor ich dann. Runter von mir, Elendes! Was auch immer du bist! Ja. Kein Problem. Würdest du dich einen Schritt zur Seite bringen? Ja. Lieben Dank. Bitte schön. Hm. Nichts. Nichts? Wie nichts? Geh mir aus der Sonne, Opa. Genau, das sagte uns doch, können wir zu der Gouverneurin schicken und dann ja, wird das hier dekodiert. Ja, das ist der Code, den wir vor ein paar Tagen entziffert haben. Ich schicke ihn euch. Ach, habt ihr schon. Na, umso besser. Hier geht nichts. Was ist denn da? Kaputter Stromkasten und. Okay, klar, das Gitter. Wenn er ihn nicht geändert hat, lautet er immer noch. R9. Viel Glück. J7. R9 J7. Ja, dann drücken wir mal die Daumen. Und. Ah, klar, aber trotzdem selber eingeben. 9 J7. Korrekt. Na, großartig. Ah, wunderschön. Dann begeben wir uns doch mal in die gute Stube und schauen, was uns hier so erwartet. Aufzukommen.
Großartig. Los geht's. Das ist ein fetter Ratte, Alter. Rattus Gigantus. Okay, ich speichere. Speichere das. Meek. Okay, wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade. Keine Angst, Onkel Page. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Ja, großartiger Plan. Johnny, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Okay. Klingt ein Heidenspaß. Tritt die Ratte weg. Sind da vorne. Schwache biologische Aktivität entdeckt. Naja, gut. Ich nehme an, durch die Testerspulen kommen wir so ohne weiteres auch nicht durch. Oh! Okay. Ja, okay, klar, der Schrank kommt da nicht durch. Halt durch, Jade! Ich komme! Ganz ruhig. Alles ist gut. Solange du mich nicht nervös machst, gibt's keinen Grund, hier nervös zu sein. Okay, ich denke, wir werden diese Kiste... Ich weiß gar nicht, was für Pillen wir da... Brauchst du Hilfe? Kababs sind das aber nicht, oder? Ich weiß nicht, kommen wir vom Zeichner so bekannt vor. Na egal. Auf jeden Fall, diese Pillen schiebe ich jetzt hier durch die Gegend. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Ja, schieben wir von hier. Alles gut. Meine Güte, mach langsam! Du holst dir einen Leistenbruch! Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ha! So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Oh. Hey Captain, gleich Bock auf eine Runde Team Fortress. Generell schon, aber jetzt gerade nicht. Auf den Hals. Ja. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Na fett. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Das sehe ich auch so. Jetzt ist es auch schon zu spät, einen Schritt zu machen, wie auch immer. Was ist das denn? Ja, jetzt hör mal auf zu winken. Das ist mich ganz irre. Deiner Winkerei. Speichern wir erstmal an der Stelle. Ich bin nervös. Durch die nachvollziehbaren... Durch die Atmosphäre. Ich denke, die ist so hauptsächlich das, was mich... nervös macht. Tina, was ist das denn? Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Kisten. So, du sagst, Captain. Obvious. Ein Labor. Ein Labor sieht gut aus. Lastenaufzug direkt voraus, Jade. Was ist da? Urkunft von Kalm. Okay. Moment, was haben wir denn da? Gehen wir uns noch einmal hier umsehen. Jade, sieh mal die Spuren. Er muss hier irgendwo sein. Und er hat bestimmt Hunger. Du weißt, diese Viecher lieben Schweineländchen. Was ist das denn? Perfekt. Ich füge da... Sieht aus wie eine kleine... Ich weiß gar nicht. Ein kleines Irgendwas. Okay, ganz augenscheinlich so nicht. Denn da?
Leute, ihr macht mich so nervös mit eurer... Also echt, das Spiel ist arschalt und bringt jetzt schon hier so eine gigantisch gute Atmosphäre auf. Hey, und ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Echt, die Atmosphäre, die ist echt stimmig. Mir läuft sie kalt den Rücken runter. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Was hier schaut. Atomischer Brutkasten für Silikon und sonstigen Schmarrn. Ziemlich widerlich. Ich möchte die Kuh selber, diese ausgehöhlte, aber nicht. Vermutlich, oder? Ah. Oder? Ach. Das ist echt nicht schön. Echt nicht schön. Ratten greifen mich an. Okay, ich habe ja alles versucht. Jetzt. Ach, schon. Eine Perle. Von Alpha-Abteilung wiedergeholt. 5 Perlen. Wir können eigentlich auch mal den Perlenradar gleich mal anwerfen. Okay. Ich denke, sowohl Tiere als auch Perlen werden wir hier alle bereits haben. Hat sich ja gelohnt, hier hinzugehen. Wir bis dato mal weiter. Hälfte der Zeit schon wieder ohnmächtig. Auf zu reparieren, Sicherung für den Strom wieder auffrischen. Du Scheiße, was ist das denn? Sie kommen von überall her! Au! Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Schön. Hammer. Hätten wir auch ins Labor gemusst? Ich weiß es gar nicht. Kein Problem. Ich drücke jetzt einfach mal drauf. Ich habe ja keine Ahnung, wo wir dann hinkommen. Ich hätte aber schon gern noch die anderen Technik-Dings da gesehen. Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okidoki, ich sitze wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Für einen dämlichen Aufzug, für den man draußen drücken muss. Mal ernsthaft. Ah, ich sehe. Leute, ihr kostet mich den letzten Nerv, weil ich viel Puls hab gerade, ihr glaubt mir das. Ah, Double H. Du hast es, Shawnee. Das ist der erste Beweis. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Na, das hoffe ich doch. Nicht gelistetes Matium-Siderium-Legierung. Sehr hohe Sigma-Strahlung. Ah. Nutri-Pillenfabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Das sollte funktionieren. Aber Vorsicht.
B8, D6. Denn Vorsicht. Egal. B8, D6. Bestätigen. Der Code ist korrekt. Wir haben... Perfekto, ich hab's gescannt. Ein Knetball. Nein, ein Gyrodisk-Werfer. Das soll wohl einen Handschuh darstellen, denke ich. Zielmodus aktivieren, zoomen und rechtsklick zu schießen. Awesome. Dauern wir einfach ein paar Mal drauf, dann geht das. Ich bin echt kein Freund von diesen Doms. Ich finde die so widerlich. Oh. Ja. Bist du okay? Sie haben mein Gehirn weich gekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Zu Diensten, Miss Jade Cyrus. Ah, Mann. Das wäre schon wieder unfassbar sympathisch, der Typ. Steht wie diese Soldaten in der Stadt rum. Wir schauen nochmal kurz auf den Decoder. 0 Perlen, 4 Tiere. Okay, hatten wir alles. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen. Tut mir leid, Miss Cyrus, ich bin nicht unbedingt in der Verfassung für gute Ideen, aber ich stehe stets zu Diensten. Carlson und Pinette! Carlson und Peters! Ah! Da will ich jetzt aber eigentlich nicht runter. Weil der hängt da unten. Miss Harris! Keine Angst! Alles in Ordnung! Ich bin deine Nächste! Ah, ja, awesome. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja, ich habe das Gefühl, den sehen wir trotzdem nochmal wieder. Okay, gehen wir weiter. Ich hätte vielleicht doch erst in den Technikraum gehen können, aber ich denke, wir können hier später eh nochmal hin. Vermutlich. Selbst. Ach nee, schauen, hier sind wir auch wieder. Dann müssen wir scheinbar so oder so dahin. Irgendwas gefällt mir nicht an, also ich finde die unheimlich. Ach, wie habe ich mich erschreckt? Halt durch, Jade! Jade, Wutattacke! Jade, hilf mir! Ja, das ist nicht unfassbar gut. Dieses Monster ist seit Tausenden von Jahren ausgestorben. 3500 Grills! 500 mehr als das letzte. So, okay, mein Job. Gut, wir können keine Leuchtbilder schießen. Ah! Was? Au! Kaubobs! Ich hau dich klein, Alter! Schießen, oder? Auf die Perle. Au. Aua. Du altes Hummelvieh. Was? Ich raff's nicht. Was muss ich denn machen? Ja.
feste drauf auf die Keule hier. Strom, Scheiße. Au! Geld. Oh, wie lange geht das denn noch? Komm schon! Lass dich töten! Nein! Rutsch! Hey, und die Perle? Ach, Mann. Ah. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. Wo ist denn jetzt die Perle? Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Oh, okay. Cool. Und jetzt? Jade, wir müssen einen Weg finden, an diese Perle da heranzukommen. Thanks, Captain. Wie soll ich das machen? Wahrscheinlich hier über den Bettkraut. Ich weiß nicht, Aufzug. Könnte auch hier einfach den Aufzug nehmen, oder? Kein Saft. Auf jeden Fall müssen wir hier hoch. Ha. Ich habe eine Energiequelle gefunden. Okay. Ich weiß ja nicht, was der TÜV dazu sagen würde. Aber gleich wissen wir, ob es klappt. Naja, eben nicht. Ich möchte jetzt wissen, wie ich hier runterkomme. Achso, kommt man bestimmt am Ende mit dem Hovercraft wieder. Egal. Wir gehen jetzt nochmal schnell in den Elektrikraum. Ah. Was ist das denn? Ah. Jetzt krieg ich auch einen Kampf abschießen, oder? Ach. Dieses alte Schwein kann vielleicht nicht fliegen, aber es läuft immer noch wie ein Frischling. Ja, das ist. Ja, wie man sieht. Der Ventilator. Hier. Analysieren wir erstmal. Was mit dem Ventilator? Ah. Was machst du denn da, Kollege? Kontoidentifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie voll. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie voll. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Okay, zurück. Da gehen wir mal in den Raum. Sieht mir ziemlich nach dem einem Hinterhalt aus. Hey, Jade! Sicherungen! Genau das, was wir für den Aufzug brauchen. Hier. Geben. Hier. Nein, ja doch. Genau so wollte ich das. Ja, das hatte ich befürchtet. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Geht der hier nicht? Nicht? Nein? Ne? Jetzt? Ah!
Ein Spezialschlüssel für Miss Jade. Direkt vorab. Das Ding hat ja Augen. Oh. Au. Hol sie dir, Mädchen. Ah, ich glaube, ich weiß. Jetzt! Zeit für den Hammer! Auf geht's! Junge, ich bewundere deine Art, mit Wächtern umzugehen. Dreieckiger Schlüssel. Perfekto, ich hab's gescannt. Mit gesichertem Schalter benutzen aus dem 2-3. Damit können wir dann auch in der Stadt später etwas Blödsinn noch machen. Wir überziehen jetzt gerade wieder etwas, aber ich möchte noch mindestens bis zum Aufzug kommen. Mal sehen. Och, so Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Zerstörungsprozedur? Das werden wir ja sehen, ihr Parasiten! Jo! Das macht mich krank, all diese mechanischen Wunderwerke platt machen zu müssen. Ja, das glaube ich ihm sofort. Ratte. Piff. Ich weiß nicht, hier war auch eine. 2 Sicherungen. Dann werden wir vermutlich dementsprechend 2 brauchen, ne? Oh. Ja, schnappen wir uns jetzt einfach mal beide, würde ich sagen. Perfekto, ich hab's gescannt. Eine 64 Ampere Sicherung. Okay, wir waren sogar schnell genug. Dann schauen wir doch mal. Ach, schau, hier ist jetzt auch alles tot. Wofür wir diese 2 Sicherungen brauchen werden. Yeah, okay. Aufzug und so. Ja, Leute, an der Stelle bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an dieser Folge. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt, dass wir Biont and Evil weiterspielen, dann mit der insgesamt 6. Folge, glaube ich, oder 5. Bin ich mir nicht ganz sicher. Irgendwas in dem Dreh. Ja, und bis dahin sage ich, macht's gut, haut rein, alles Gute, euer Leuchtfix. Ciao!